Lieber Seidel, wir haben in den vergangenen Wochen mit Vorständen über Ihre strategischen Prioritäten gesprochen. Unsere Studie zeigt, dass über 250 Vorstände der digitalen Transformation die höchste Bedeutung beimessen. Welche Bedeutung hat die digitale Transformation für DB Schenker und in welchen Bereichen sehen Sie die größten Hebel? Die digitale Transformation ist auch für DB Schenker von zentraler Bedeutung. Die zunehmende Komplexität heutiger Lieferketten, die enge Verknüpfung von Prozessen und IT, sich ständig weiterentwickelnde IT-Systeme und Tools sowie verändertes Konsumentenverhalten machen die Digitalisierung des Supply Chain für Logistikunternehmen zwingend notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. In der Kontraktlogistik haben wir die Logistikprozesse massiv digitalisiert, zum Beispiel durch den Einsatz autonom fahrender Flurförderfahrzeuge oder durch die Implementierung von smarten Datenbrillen in Kombination mit Scan-Handschuhen an verschiedenen Standorten. Sie haben als Vorstand seit vielen Jahren in verschiedenen Branchen digitale Transformationsprojekte verantwortet. Was sind aus Ihrer Erfahrung die wirklich wichtigen Erfolgsfaktoren? Ich würde sagen, jedem Unternehmen muss klar sein, dass die Digitalisierung ein langwieriger, langfristiger Prozess ist. Ein Marathon und kein 100-Meter-Lauf. Das gilt für andere Branchen und es gilt insbesondere für die Logistik. Deshalb ist es auch entscheidend, dass wir unsere digitale Infrastruktur kontinuierlich und zügig mit neuen Innovationen und Technologien weiterentwickeln. Speed matters. Ein weiterer Erfolgsfaktor sind die Menschen. Die Digitalisierung bedeutet für die Belegschaft fast immer eine Veränderung bestehender Prozesse und Strukturen. Und hier ist es wichtig, den Mitarbeitern die Ängste vor den Veränderungen zu nehmen. Und dazu ist ein fortlaufender Informationsfluss erforderlich, ein übergreifendes Change Management und am Ende auch die frühzeitige Einbindung der Mitarbeiter. Unsere Studie ergab, dass die Ausrichtung der Strategie auf ökologische Nachhaltigkeit sehr stark an Bedeutung gewonnen hat. Es ist nun an zweiter Stelle dieses Thema. Welche Bedeutung hat dieses Thema für DB Schenker und wie lässt sich das mit Ihrem Ziel, wir werden der führende Anbieter von integrierten Logistikdienstleistungen, vereinbaren? Als Umweltpionier setzt DB Schenker Maßstäbe für den nachhaltigen Umgang mit den uns zur Verfügung gestellten Ressourcen. Die Vorreiterrolle im Umweltschutz ist Teil unserer Strategie. Wir wollen der führende grüne Logistikdienstleister werden. Wir wissen, dass trotz wachsenden Transportaufkommens die CO2-Emissionen tatsächlich reduziert werden müssen. DB Schenker bietet Eco-Solutions für jeden Verkehrsträger an, mit denen die Kunden CO2-Emissionen entlang der gesamten Lieferkette reduzieren oder kompensieren können. So können wir beispielsweise den CO2-Ausstoß in der Luftfahrt reduzieren, indem wir heute schon auf der Strecke Frankfurt-Shanghai gemeinsam mit unserem Partner Lufthansa Cargo klimaneutrale Flüge anbieten. Auch für den Landtransport gibt es umweltfreundliche Lösungen durch innovative Motoren und Kraftstoffe sowie den Einsatz energieeffizienter, nachhaltiger Maßnahmen in all unseren Gebäuden. In unseren Gebäuden haben wir unsere LED-Beleuchtungsoffensive in diesem Jahr nochmals beschleunigt. Darüber hinaus beteiligen wir uns an vielen Standorten am Konzept der Sustainable Cities mit umfassenden Maßnahmen zur Energie- und Emissionsreduktion, zur Abfallvermeidung und Recycling sowie sozialem Engagement. Darüber hinaus investieren wir massiv in die Beschaffung von Lkw mit elektrischen und alternativen Antrieben. In Ihrer Rolle als CFO verantworten Sie auch die Transformation des Finanzbereichs. Durch Ihre globale Aufstellung sind Sie mit verschiedenen, ganz unterschiedlichen IT-Systemen unterwegs. Welche Schwerpunkte setzen Sie zur Digitalisierung im Finanzbereich? Einer unserer größten Schwerpunkte und das Zielbild unseres Steuerungskonzepts ist der Digital Boardroom. Nachdem die Finanzprozesse inzwischen weitgehend harmonisiert sind, müssen sie jetzt noch stärker automatisiert und digitalisiert werden. Ein Beispiel. Wir haben aus der Historie heraus 64 verschiedene SAP-Mandanten im Konzern. Um mit ihnen effizient arbeiten zu können, haben wir einen globalen Datenpool aufgebaut. Die Region Middle East Africa und Amerikas können ihre monatlichen Berichte bereits heute automatisiert aus diesem Pool generieren. Herr Seidel, die Covid-19-Pandemie hat die Logistikbranche als Triebfeder des globalen Welthandels stark getroffen. Jetzt geht es darum, aus der Krise zu lernen. Welche Erkenntnisse nehmen Sie mit für die Zukunft? Ich glaube, eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Pandemie die digitale Transformation noch stärker beschleunigt hat und dadurch für uns noch mehr Bedeutung gewonnen hat. Die Pandemie hat gezeigt, dass sie die Logistikkette durch Online-Tools und die Arbeit im Homeoffice sehr gut aufrechterhalten lässt. Das Geschäft kann teilweise sogar viel effizienter und flexibler durch den Einsatz von digitalen Lösungen abgewickelt werden. Das haben wir gelernt. Wir haben die Krise genutzt, um die Digitalisierung von einzelnen Prozessen und deren Transparenz zunehmend auszubauen, damit wir leistungsfähiger und krisenfester, resilienter für die Zukunft aufgestellt sind.
Trotz aller Digitalisierung allerdings werden die Waren immer noch durch Menschen umgeschlagen und ausgeliefert. Auf diese Kollegen bin ich in der aktuellen Pandemie besonders stolz. Ihnen gilt unser besonderer Dank für die positive Unternehmensentwicklung von DB Schenker.